Yo, was geht ab? Ich bin der Back am Start und heute klärt Notfallvideo. Warum das? Sieht das gleich nach dem Intro. Ja, gerade schon gesehen, was, Lolli, du, Notfallvideo, was denn so schönes passiert? Das zeige ich jetzt in diesem wunderschönen Video. Ja, soll ich bestimmt anfangen? Heute gegen 17 Uhr sogar, 17.30 Uhr. Also natürlich wieder punktgenau, sollte wieder um Punkt 18 Uhr natürlich veröffentlicht werden. Ich glaube, für euch ist gerade 19 Uhr, 19.30 Uhr, wenn ich mich nicht täusche mit dem Cutten. Könnte schon knapp 20 Uhr werden. Was soll so schönes passiert? Ich wollte mir den lieben B-Rex aufnehmen. Auf seinem Kanal ist auch schon eine Folge davon hochgeladen worden. Es war irgendwas mit peinliche Fragen. Ich dachte mir, komm schon, so ausgelutscht, dass schon wieder geil ist. Bring ich auch mal, bringt ordentlich Klicks, Abos, was so ein großer YouTuber möchte. Und hoffentlich nehmen es alle natürlich komplett ernst. Ich mache ja null Ironie. Also, das ist alles hier basiert auf wahren Aussagen hier. Nee, also komm schon, dachte ich, komm schon, hau ich es auch mal wieder raus, weil der liebe Kirix mich auf die Idee gebracht hat, dass er es für seinen Kanal macht. Okay, dachte ich mir. Gönne ich mir erstmal. Da mein Aufnahmeprogramm irgendwie einfach scheiße ist beim Aufnehmen. Also, mein Audioaufnahmeprogramm ist wirklich göttlich. Das ist wirklich. Hashtag no homo. Aber mein Gameplay-Aufnahmeprogramm. Gameplay ist wirklich super smooth, mega geil. Aber das Audio davon, würde es andere hören, ist aber richtig ekelhaft. Das ist richtig hallig. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber ist einfach scheiße. Deswegen dachte ich mir, komm schon, TeamSpeak, du hast so eine Aufnahmefunktion. Verwende es einfach mit die mal. Was habe ich gemacht? Richtig, ich habe mir die TeamSpeak-Aufnahmefunktion aufgenommen. Was ist dabei schiefgelaufen? Richtig, man hat mich ebenfalls gehört. Man hat mich und den lieben Kirix gehört. Das ist wie Abfuck pur, da ich meine Stimme etwas nachbearbeite und mich so komplett anders anhöre. Und das sowas möchte ich aber nicht, weil sowas richtig scheiße ist. Wir sollten eben durchgehend die gleiche Qualität haben. Dachte ich mir, komm schon, Lolli, bevor du so ein verschissenes Video hochlädst, lade dich am besten mal einfach so ein Notfallvideo hoch, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob du heute online kommt, müsste es eigentlich kommen, da ich eigentlich mir vorgenommen tagtäglich Videos zu produzieren. Und das ist, ja, gehört eigentlich zu meinem Job hier. Also, wir kommen schon einfach ein kleines Notfallvideo, müsste eigentlich schon klappen. Ihr hofft, ihr seid mir nicht so böse. Und dafür seid wieder ihr gefragt. Ihr habt mir in den letzten Kommentaren auch wieder ein paar YouTuber reingeschrieben, mit denen ich mal was aufnehmen soll. Mit denen werde ich auch mal irgendwas aufnehmen. Aber jetzt müsst ihr noch ein paar Videoideen reinschreiben, was ich mal so schönes aufnehmen könnte. Und bitte in die Kommentare schreiben, bin wirklich für jede Idee offen, sag ich mal so. Weil mir gehen langsam die Ideen aus. Und ich weiß ja nicht, was euch gefällt. Ich sehe das natürlich an den Views und so weiter. Euch gefällt momentan irgendwie gar nichts, kann das sein? Beziehungsweise seid gar nicht richtig motiviert oder was ist denn los mit euch? Schreibt mir in die Kommentare, was mit euch los ist, dass ihr so momentan etwas demotiviert seid, beziehungsweise etwas inaktiv oder mache ich wieder schlechte Videos? Schreibt mir das unten rein, ich bin wirklich gespannt. Wollen wir etwas Feedback, das Übliche, wie immer. Dann schaffen wir am besten mal etwas hier lang. Mehr habe ich auch gar nicht anzusprechen. Das Notfallvideo wird, glaube ich, mega, mega, mega kurz. Wenn ich schon bei Modul 9 bin, so schnell war ich wirklich fast noch nie in so einem Jump'n'Run. Wie auf dem lieben Splash MC Server, wie man es auch schon unschwer oben, neben Mitte rechts erkennen kann. Und was wollt ihr eigentlich noch? Ah, ja, stimmt. Leute, ich muss auf meinen 24-Stunden-Stream planen. Ich wollte irgendwann 24-Stunden streamen und ich weiß nicht wann. Ich habe einfach zu wenig Zeit, aber es könnte schon in ein paar Wochen, könnte schon der Stream stattfinden. Die muss man schauen, wann ich so Zeit habe. Und ich werde es natürlich auch so einplanen, dass es zum Beispiel am Wochenende ist. Dadurch habt ihr dann sicherlich auch wieder viel mehr Zeit, beziehungsweise mich anzuschauen, weil unter der Woche ist, glaube ich, 24-Stunden-Stream etwas scheiße. Muss man absprechen, ob das funktioniert, weil ich so schön wunderschönes geplant habe. Es werden höchstwahrscheinlich in meinem Stream auch wieder Giveaways stattfinden. Wie vom Toni ganz früh in seinem Stream, habe ich ja über hunderte von Steam-Keys ausgegeben, im Wert von, glaube ich, knapp 500 bis 1000 Euro. Das sind so die Werte, die jetzt bekannt waren. Ich glaube, es waren 500 Euro. Also, ich weiß nicht, es waren sicherlich viel mehr. Auch die User haben teilweise reingeschrieben, dass sie zum Beispiel GTA, Black Ops und so weiter bekommen haben. Da habe ich mal ungefähr ausgerechnet, alle uns genannten Gewinne waren, glaube ich, über 500 Euro. Das waren, glaube ich, über 100, 120, nee, 150 Keys sogar. Ich war los. Und sowas werde ich vielleicht mal wieder machen oder irgendwelche anderen Keys für irgendwas anderes. Mal schauen, was ich gerade so herbekomme. Aber natürlich auch wieder etwas teure Programme. Natürlich auch als Verlust. Da würde ich mal sagen, es ist erreicht. Ich kaufe mal kurz was, wir uns gleich in der PvP-Phase wieder. Einfach schon in der PvP-Phase noch kurz Equip und dann erstmal draufhauen. Das ist, glaube ich, ein One-Way-One, ist nicht so optimal. Aber was haltet ihr davon? Wollt ihr mehr von solchen Giveaways sehen? Oder schaut es gerne unten rein. Ich bin wirklich gespannt. Und ich glaube, es ist wirklich ein einfacher Gegner, da wirklich nicht sehr gut equipped ist. Und ich glaube, ich irgendwie One-Way-One gemacht haben, irgendwie alle geliebt sind. Leute, ihr müsst mal aktiver auf Splash MC werden. Ich will mal wieder richtig Jump Heroes durchsuchten. Vielleicht werde ich es im Stream machen, aber würde ich mal sagen. Kleines Timelapse. Ich sag immer Speeder. Timelapse, bis ich zweimal die umgelegt habe. Dann sage ich noch ein paar Abschiedsworte. War es schon wieder fürs Video. Ich würde sagen, bis gleich. Ich glaube, sie möchte einfach getötet werden. Ich glaube, es tut mir so leid. Ja, wollte ich auch so einen kleinen Screen machen, fand ich auch mal super. Würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Verlosung wird natürlich wieder stattfinden. Die nächste Tag wird was über 4 Stunden Stream noch kommen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Lolli.